So, hallo YouTube. Ja, nach der letzten Verzweiflungsfolge mal eine wirklich kurze Update-Folge. Ich habe jetzt hier den ganzen Abend gekämpft und habe auch das Gefängnis wieder einigermaßen unter Kontrolle bekommen. Wenn ich allerdings sage einigermaßen, dann heißt es einigermaßen. Es ist immer noch, die Türen hier funktionieren nicht, warum auch immer. Ich hab keinen Plan. Der Schmuggel blüht in meinem Gefängnis. Die hauen sich immer noch auf die Banutzel. Ich habe zwar hier das hier auch alles wieder hergestellt und gemacht und getan. Zwischenzeitlich sind mir einige Häftlinge verhungert. Die sind einfach, die haben nichts zu essen mehr bekommen. Warum auch immer. Ich weiß es wirklich nicht, ob es daran lag, dass zu viele Wachen auf mysteriöse Weise verstorben sind. Hier schon wieder Schmuggel außer Kontrolle, bla bla bla. Also ich glaube, ich habe hier, das war ja mein allererstes Gefängnis, was ich jetzt so wirklich aufgebaut habe. Ich habe einige Fehler gemacht, die man anders und besser machen kann, beziehungsweise sage ich mal so, wo ich auf jeden Fall für meinen Teil schon Ideen im Kopf habe, wie ich das Ganze anders gestalten würde. Ich würde auch in der Tat so von diesem Inselscharme weggehen wollen, weil das macht das Ganze, die ganze Bebauung natürlich nicht einfacher. Wenn ich jetzt eine große grüne Fläche habe, dann kann ich natürlich ganz anders bauen. Fakt ist, ich wollte euch oder habe euch jetzt noch mal kurz dazu genommen, weil ich werde jetzt Folgendes machen und damit ihr dann in den nächsten Videos auch auf Stand seid. Ja, das genau aus deswegen, aus dem Grunde habe ich dann jetzt doch noch mal eine Aufnahme gestartet im Stream. Und zwar werden wir Folgendes machen. Ich werde das Gefängnis jetzt verkaufen, bekomme einen Gewinn von 216.000 daraus, weil ich ja nur noch 60% von meinem Gefängnis überhaupt besitze. Und dann werden wir ein neues Gefängnis beginnen und ich hoffe da aus meinen alten Fehlern gelernt zu haben. Wir tun dem Käufer eigentlich einfach jetzt vorgaukeln, wir hätten ein perfekt organisiertes Gefängnis gebaut. Das wird er uns auch glauben, das ist überhaupt kein Thema nicht. Deswegen drücke ich jetzt hier drauf. Drücke ich. Ja, das ist mein erstes Gefängnis, ich hänge dran. Ich drücke drauf. Verkaufen. Okay. Und dann kommen wir auch direkt. Kann ich da zur Not sogar wieder zurück? Ah, ich kann zur Not sogar wieder zurück. Okay. Also so läuft das hier. Dann kann man sich ein neues Gefängnis erstellen. Ist die Frage, sollten wir mal ein Frauengefängnis machen? So aus Spaß, Jux und Dollerei? Ich denke, wir sollten erstmal hier die Jungs in den Griff kriegen. So, dann müssen wir den Direktor auswählen wieder. Ausgeglichene Video. Lobbyist, hochrangige Freude. Einfache Häftlinge. Halbiert die launischen Mörder und Brügler, okay. Rita, halbiert die Wahrscheinlichkeit, dass steuerisch oder furchtlos sind. Wachhunde haben höhere Chancen. Friedensstifter, senkt Gesamtklima in ihrem Gefängnis und sorgt dafür, dass die Häftlinge weniger häufig Probleme machen. Wiederverkaufswert jeder gefundenen Schmuggelware. Das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden, wie ich das verkaufen kann. Also, keine Ahnung. Die Wachen verlieren ihre Schlüssel selten, da die Auswahl der Wachen wird bei Einlieferung aufgefüllt. Sind es 20% erfolgreicher? Die Wahrscheinlichkeit, Psychos zu erhalten, ist höher. Nein. Botaniker? Nein. Ökologe? Nein. Puh. Ich würde wahrscheinlich wirklich hier den Lobbyisten mal nehmen. So, Wachhund. Klassisch. Gefährte. Husky. Dalmatiner. Die Katze. Der Schattenwurf. Schattenwurf. Der Gentleman Gauner.
Oder der Schäferhund. Wobei das doch eigentlich mehr ein Schäferhund ist wie das, oder? Naja, egal. Wir machen den. Husky. Wir machen mal hier den Schattenwurf. So. Direktormodus, nee, machen wir nicht. Karte machen wir eine mittlere Karte. Nebel des Krieges machen wir aus. Das mag ich überhaupt nicht. Dschungelbauland. Das einem dichten Dschungel ähnelt. Gut, da könnten wir halt ein bisschen Geld mit Holz verdienen. Schnee, Wüste, Mond, Insel. Inselerweiterung. Okay, dann machen wir mal. Ich würde sagen, wir machen mal das Dschungelbauland. Oder? Dann haben wir natürlich alles voll mit. Nee, das lassen wir weg. Genauso das Inselbauland und oder vernetztes Inselbauland, das lassen wir auch mal weg. So, Wälder erzeugen, Seen erzeugen. In der Erprobungsstatus, Gebäude erzeugen. So, das können wir ja mal machen. Seen erzeugen, die kann man zur Not hier zukippen. Das sieht vielleicht schöner aus am Anfang. Banden, nee, Banden lassen wir mal, psychisch kranke Häftlinge, ja, dynamische Rufvarianten, Ereignisse, die sie bewältigen müssen. Ja, Ereignisse machen wir rein. Dynamische Rufvarianten, Gefangenentransfers, ja, Wetter und Temperatur machen wir rein. Personalbedürfnisse. Ja, machen wir auch rein. Fluchtpläne. Nee, unbegrenztes Kapital, nein. Bürokratie erforscht, nein. Tools und Cheats. Nein, das wollen wir auch nicht. Kapital 216.000. Kann ich auch nicht. So, was ist Mutatoren? Ach so. Gefahrenzone, das gute Zeug ist auch Regenlaunch, Häftlinge. Häftlinge mit Bedürfnissen. Bandenkriege holt mich hier raus. Schmuggelware. Superwachen. Keine gewalttätigen Häftlinge, keine Tunnel, schnelle Lieferung, gespenstisches Personal, kann durch Wände laufen. Anhäufung von Dreck verringern. Die Geschwindigkeit, mit der sich der Dreck in ihrem Gefängnis aufsammelt, wird halbiert. Also das würde ich sogar mal reinmachen, weil jetzt wird ja doch sehr, sehr schnell schmutzig alles. So, Regelbrecher. Keine Pause. Riesenköpfe, endlose Winter, Naturschutzgebiet. Nee, Feuerbestattung. Geht spontane Flammen auf. Oh Gott. Mehr Rufvarianten. Ja, von mir aus auch das. Endloser Tag, endlose Nacht. Wildes Wachstum, Dachansicht, neu, nee. So, okay. Und damit starten wir jetzt. Starten wir jetzt? Ja, da sind wir. Das ist unsere neue Karte. Ja. YouTube, damit versuche ich mich aufs Neue.
Und dann gucken wir mal, wo wir damit landen. Müllraum, Lieferungsraum. Da werden die Arbeiter geliefert und die ersten Waren. Jetzt muss ich mir natürlich überlegen, das Schöne an der Insel war ja in Anführungsstrichen, dass man nur einen Zugang hat. Hier müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir das Ganze gestalten und absichern vor allen Dingen. Erste Idee, auf die rechte Seite machen wir alles, was mit Verwaltung zu tun hat. Und auf die linke Seite halt im Prinzip das Gefängnis. Das wäre jetzt so die erste Idee, die ich spontan hätte. Deswegen ist die Frage, oder was heißt die Frage? Wir müssen halt jetzt sehen, wie wir anfangen. Ach so, jetzt fange ich auch mit allem quasi wieder von vorne an. Ja, richtig. Aber komplett von vorne. Ui, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der hätte jetzt zumindest irgendwie. Hier müssen wir erstmal geschlossen machen, sonst haben wir gleich schon Häftlinge, obwohl wir noch keine Zellen haben. Ja. Genau. Ja, YouTube. Ich werde jetzt hier Schritt für Schritt, Schritt für Schritt in eine Notebook-Seite. Haben wir gefunden, okay. Schritt für Schritt in ein neues Kapitel starten. Ich wollte euch beim Übergang mitnehmen. Das war die Idee dahinter. Ich werde jetzt anfangen hier. Ja, wie fange ich denn an hier? Ja, ihr seht, ich bin verzweifelt. Hätte ich fast gesagt. Dann könnten wir eigentlich hier ein 14 mal 14. Ja, dann machen wir doch hier raus das Büro des Rektors. Wäre jetzt so die erste Idee. Wir nutzen da die Wände schon mit. Bauen da ein Fundament hin. Dann brauchen wir natürlich hier auch Energieversorgung. Die würde ich jetzt hier in dem Bereich schnelles Bauen. Dann brauchen wir ein. Na, wo ist es jetzt wieder? Ah, die Übersichtlichkeit ist manchmal hier. Da, Versorgung. 9x9 würde ich jetzt ganz spontan einfach hier hinten hinbauen. Also ich spiele halt echt mit dem Gedanken und das werde ich auch, ich werde auch hier oben, weiter hier oben anfangen. Hier wirklich dann offen zu gestalten, nur Verwaltung etc. und da geschlossen. Das machen wir auch. Das heißt, für die Energieversorgung bauen wir mal hier hin. Da brauchen wir dann ja, wie soll ich sagen, kein Zaun drumherum machen oder sowas. Wohingegen wir hier hinten dann wirklich auch diesmal nicht nur Zaun machen, denke ich. Obwohl, vielleicht schickt auch Zaun zum Anfang. Es ist ja einfach so, der Zaun kostet 3 Euro pro Quadratmeter und zum Beispiel die Umfassungsmauer 200 Euro pro Quadratmeter. Das ist natürlich dann schon ein Unterschied, ne? Heuballenmauer. Wir können auch eine Heuballenmauer machen. Ja. Also YouTube. Ihr seht, der Neubeginn ist gemacht.
Ich werde in Ruhe jetzt ein bisschen aufbauen hier und machen und tun und mal sehen, wann ich euch dann irgendwann wieder dazu nehme. Ich denke, wenn das Gefängnis so einen gewissen Grundaufbau schon mal hat und wir die ersten Häftlinge haben und ich vielleicht euch dann ein bisschen dazu erzählen kann, was für Ideen ich dahinter habe oder damit verfolge, damit wir, ja, wie soll ich sagen, damit wir das zusammen dann ein bisschen erleben können, beziehungsweise ihr habt ja den Anfang jetzt schon gesehen in den anderen Videos, damit ihr nicht komplett bei Null anfangt wieder bei mir. Habe ich Betonwand gemacht? Ich habe doch Ziegelwand. Oh nein, ich habe Betonwand gemacht. Ich wollte Ziegelwand machen. Okay, mein Fehler. Ich denke aber, hier in der Verwaltung ist eine Ziegelwand schöner. Also müssen die Jungs hier nochmal ein bisschen nacharbeiten. Noch haben wir ja Geld. Daran scheitert es ja gerade nicht. Ja, YouTube. Das soll es auch gewesen sein. Nur eine kurze Folge mit dem Übergang, weil ich euch da doch mitnehmen wollte und nicht irgendwann in der nächsten Folge einfach vor Tatsachen setzen wollte. Deswegen hoffe ich, dass ihr mich auch im neuen Gefängnis begleitet und sagt bis dahin Tschüss und Ciao. Achso, nee, Quatsch, eins habe ich noch vergessen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da oder schreibt einen Kommentar oder besucht mich auch gerne auf Twitch beim Livestream. Jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ciao.